Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Ja. 300 bis 400 Kugeln rollen hier pro Spieler an einem Trainingstag über die Bahnen. Bis zu 1000 werfen die frischgebackenen deutschen Meister im Kegeln pro Woche. Der KSG Montanholten Duisburg muss sich keine Gedanken machen um Aufstieg oder Klassenerhalt. Sie haben ihre Saison erfolgreich abgeschlossen. Er schießt normalerweise Bälle und wirft keine Kugeln. Zlatko Janic stattet den Duisburger Keglern heute einen Besuch ab und hofft, sich noch ein paar Kniffe für den richtigen Wurf abschauen zu können. Ja, und wenn du die Kugel so halten kannst, ja, schon mal von Vorteil. Ne? Und die liegt nicht im Handteller, ja, sondern hier vorne an den Fingern. Okay. Dann hast du die beste Führung. Ja. Und dann machst du drei Schritte. Im Normalfall als Rechtshänder fängt man mit dem linken Fuß an. Ja, dann kommt der zweite Schritt, dann geht die Kugel nach hinten und der letzte geht der Ball nach vorne. Mit dem linken Bein anfangen. Links, rechts, links. Sehr gut. Ja, gut. Nicht schlecht. Ja, sehr gut. Du machst immer denselben Ablauf. Stellst dich nur anders hin, je nachdem, was du umwerfen willst. Und das ist der einzige Unterschied. Wenn du das dann so automatisierst, dass du sagst, verlass mich auf meinen Anlauf, der immer gleich ist, dann wird auch meist das Resultat gleich sein. Das ist das gleiche, wenn du 20 Freistöße hintereinander schießt und sagst, ich will jedes Mal links oben in den Giebel. Haben wir auch dieselbe Schrittfolge, gleichen Ablauf. Ja. Ja, ja. Nach ein paar Würfen sieht es bei Zlatko schon ziemlich gut aus. Mal sehen, ob ich das auch hinbekomme. Los, probier's. Versuch mal auch nur drei Schritte, mit links anfangen, zack, zack, zack. Du musst mehr aus dem Handteller spielen. Das, was man nicht machen soll, damit du führst, du musst ja eigentlich so den Finger noch da reinstecken können. Ne? Hier, er hat da ganz klar, sieht man das. Ja. Ne? Und das musst du, du kannst das kaum ausgleichen, weil du die Kugel von der Kraft her unten liegen haben musst. Und dann musst du halt so ein bisschen abwinkeln, damit du beim Ausholen dir die Kugel nicht aus der Hand verlierst. Ne? Und dann machst du so. Okay. Ja. Mit meinem Können beim Kegeln kann ich noch lange nicht mit dem 29-jährigen Mittelfeldspieler mithalten, der ein wahres Naturtalent zu sein scheint. Also ich gebe zu, sie hat auch eine 9 geworfen, auch wenn die Kamera da noch nicht bereit war. Birte hatte eine 9. Oh, Kranz, sehr gut. Schön. In der Mitte stehen die meisten, aber das heißt nicht, dass man auf die Mitte kloppt. Zlatko hat der Ehrgeiz gepackt und die vielen Würfe werden auch direkt belohnt. Der ist gut. Du hast gerade ganz gut geworfen. Wie sieht's aus? Ist Sportkegeln vielleicht eine Alternative zum Fußball? Ich bleibe lieber beim Fußball. So vielleicht mal zwischendurch mit den Kindern. Was wir auch öfters mal machen, Bowlen oder so, ist vielleicht eine nette Alternative, aber ich bleibe lieber beim Fußball. Wenn man an Kegeln denkt, denkt man nicht unbedingt direkt an Sportkegeln, sondern mehr so an Kneipensport. Bist du mehr so der Kneipengänger oder gehst du doch lieber im Club feiern? Ich gehe lieber im Club feiern. Also da bin ich auch noch nicht ganz so alt und ich denke, da ist der Club schon eine bessere Alternative. Kegeln ist so eine typisch deutsche Sache, viele Deutsche kegeln. Du kommst aus Jugoslawien. Was würdest du sagen, ist so richtig jugoslawisch, wenn Kegeln so richtig deutsch ist? Gute Frage. Also ich sag mal so, also Ballsportarten sind in Jugoslawien eigentlich sehr, sehr vertreten. Und da sind wir eigentlich auch ziemlich gut, ob im Basketball, früher auch im Fußball oder mittlerweile auch durch die Nationalmannschaften, durch die verschiedenen. Also ich denke, alles sowas mit Ballsportarten. Wir haben auch, denke ich, der beste Tennisspieler kommt aus Serbien. Und ich denke, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber du bist ja schon ziemlich jung nach Deutschland gekommen, mit 6 Jahren, glaube ich, richtig? Hast du dann direkt angefangen, Fußball zu spielen? Ja, komischerweise ja, weil da hat von unseren Bekannten, die sich um uns gekümmert haben in Jöllenbeck, kam einer mal vorbei und sagte, ob ich nicht mal zum Fußballtraining mitkommen möchte. Und der hat mich dann immer abgeholt und bin dann halt mit dem immer zum Training und so hat sich das halt entwickelt. Jetzt hast du selber einen kleinen Sohn, der auch heute mitgekommen ist. Wie sieht's aus? Wird der auch mal Profifußballer oder sind da die Ambitionen noch nicht so da? Wie ist Fußball bei euch zu Hause so vertreten?
Ja, komischerweise liebt er Fußball. Also er spielt auch jede freie Minute Fußball. Sobald ich vom Training komme, fragt er, soll man Fußball spielen. Also er ist echt extrem dran. Gut, ob es jetzt später was wird, das muss er selber entscheiden. Vielleicht entscheidet er sich für etwas anderes. Da sind wir. Ist kein Zwang, gar nichts. Also wenn es ihm Spaß macht oder so lange dabei bleiben, weil er möchte. War bei mir genauso. Mich hat auch keiner gezwungen, es ist einfach so gekommen. Meine Eltern haben mich immer unterstützt und genauso werden wir es auch bei ihm machen. Wenn er es machen möchte, werden wir dafür da sein. Und wenn nicht, dann werden wir für was anderes da sein. Am Freitag steht ein ganz besonderes Spiel für euch an. Nicht nur aufgrund eurer Tabellensituation, sondern ein Derby. Das Derby ist immer eine große Sache. Wie würdest du dir so die Stimmung beschreiben? Was ist so eine richtige Derby-Situation? Wie ist die Stimmung im Stadion? Ja, die Stimmung ist noch ein Tucken extremer, weil eigentlich mehr auf dem Spiel steht als nicht nur die drei Punkte, sondern einfach auch die Stimmung bei den Fans. Und wir haben es im Hinspiel schon erlebt, das ist eine besondere Atmosphäre, da ist man jetzt angespannter, man hat schon mehr zu verlieren als nur die drei Punkte, weil keiner möchte die eigenen Zuschauer nach Hause schicken mit einer Niederlage. Und da Hinspiel haben wir einen Punkt geholt und jetzt wollen wir halt die drei Punkte holen. Aber das Spiel am Freitag ist für euch nicht nur eine Herausforderung, weil es ein Derby ist, sondern vor allem, weil es gegen einen direkten Konkurrenten geht. Wie bereitest du dich mental auf so ein Spiel vor? Ja, man darf einfach nicht verkrampfen. Man muss trotzdem fokussiert bleiben. Wir haben es in den letzten Wochen sehr gut gemacht, haben uns da unten ein bisschen rausgekämpft, haben uns in Schlagdistanz gebracht. Und ja, jetzt gilt es einfach, den nächsten Schritt wieder zu machen und die Düsseldorfer komplett mit reinzuziehen. Dann würde ich sagen, auf die drei Punkte am Freitag und alles Gute euch. Vielen Dank. MSV gegen Düsseldorf. Keine Plätze mehr in Schauinsland Reisen Arena frei. Das Straßenbahnderby gegen Fortuna Düsseldorf am 29. April lockt die Fans in die Arena. Mit 30.000 verkauften Tickets ist die Schauinsland Reisen Arena ausverkauft. Die DVG setzt dafür am Freitag zusätzliche Busse ein. Vor und nach dem Spiel verkehrt außerdem die Sportlinie 945. Alle Abfahrtszeiten finden Sie auf der Internetseite der Verkehrsgesellschaften unter www.dvg-duisburg.de. MSV Frauen. Führung durch König Brauerei sorgt für Begeisterung bei Spielerinnen und Fans. Beim MSV Familientag verlosten die MSV Frauen eine Führung durch die König Pilsener Brauerei. 17 Fans konnten letztlich die heiligen Hallen der Duisburger Brauerei gemeinsam mit den Aufsteigerinnen besichtigen. Auch für die Fußballerinnen ein besonderes Event. Ja, ist natürlich schön, dass die Fans mal mit uns in die Brauerei zusammengehen oder sowas. Sonst sehen wir die ja nur im Stadion und sind natürlich froh, dass die uns im Stadion unterstützen. Ja, dementsprechend sind wir gerne mit denen hier in der Brauerei. Vor zwei Wochen sicherte sich die Frauenmannschaft des MSV den vorzeitigen Aufstieg in die erste Liga. Drei Spieltage haben die Zebras noch vor der Brust. Der nächste Anstoß ist am 1. Mai um 11 Uhr zu Hause im PCC-Stadion in Homberg. MSV-Fanclub sucht Spieler der Saison. Wie bereits in der letzten Spielzeit sucht der Fanclub Innenhafen den beliebtesten MSV-Spieler der Saison. Erstmals wird auch die beste Spielerin gekürt. Ab dem 29. April kann dafür auf der Internetseite des Fanclubs abgestimmt werden. Zu gewinnen gibt es dabei Dauerkarten für die Spielzeit 2016-2017. Zebravision wird Ihnen präsentiert von Schauinsland Reisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.